Ja, liebe Freunde von Facebook, pünktlich um 8 Uhr mit dem Glockenschlag, den ich jetzt gerade eben vom Tor drüben höre, beginnt unser heutiges Experiment. Das ist eine zweifache Premiere. Zum ersten Mal in Facebook-Livestream oder Live-Interview und auch zum ersten Mal mit unserem Agathen Bischof, den ich jetzt Bischof Bertram herzlich begrüßen darf bei uns. Gerne, lieber Dr. Michel. Und mein Name ist Karl-Georg Michel, ich leite die Pressestelle. Und bin heute Abend eigentlich eher Ihr Sprachrohr, weil Sie uns viele Fragen geschickt haben, die montiert haben und die ich eigentlich jetzt versuche zu stellen. Zum Bischof möchte ich hinzufügen, dass es ihm eigentlich auch sehr wichtig war, jetzt heute mal bei uns zu sein und das Gespräch zu führen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht wollen Sie kurz auch noch ein paar Begrüßungsworte sagen. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer über Facebook verbunden. Ich bin heute sehr gerne hierher gekommen, um mich diesem Experiment zu stellen. Experimente haben es an sich, dass sie Neuland betreten, aber auch zur Improvisation einladen. Und so sind wir auch jetzt in einer Zeit der Improvisation in vielerlei Hinsicht. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, fangen wir gleich richtig an mit den Fragen, ohne dass wir jetzt hier groß noch Präsentationsrunden machen müssen. Genau. Wem ich nur danken möchte im Vorfeld, als erstes mal Ihnen allen, weil Sie haben uns in den letzten 2 Tagen viele interessante Fragen gestellt. Ich versuche die eigentlich so weit wie es geht auch wirklich alle aufzugreifen. Und es haben sich da auch 3 Themenfelder abgezeichnet. Das erste, das geht wirklich um die Frage, wie wir als Kirche mit den Vorgaben von Corona umgehen. Jeder weiß, dass gestern ja auch nochmal was dazu gesagt worden ist. Das zweite Themenfeld, das würde sich eher an den Bischof mehr oder weniger persönlich richten, aber auch im Zusammenhang mit Corona. Und das dritte ist vielleicht eher ein Bereich, der visionär ist, der in die Zukunft geht, so in dem Sinne, was man vielleicht aus der aktuellen Situation lernen können. Ihr könnt auch weiterhin uns Fragen stellen, entweder direkt jetzt live bei Facebook im Kommentarbereich oder auch an presse@bistum-augsburg.de. Meine Kollegen in der Pressestelle, die nehmen die Fragen entgegen und die werden sie dann mir auf mein Handy schicken. Das heißt, wenn ich jetzt gelegentlich auf mein Handy schaue, das ist nicht unhöflich, sondern ich muss gucken, ob da irgendwas eingeht. Ein weiterer Dank gehört unserem Social Media Manager Andreas Ihm, der jetzt sozusagen hinter der Kamera sitzt, der das Projekt mit begleitet hat. Danke dir, lieber Andreas. Ja, und bedanken möchte ich mich auch bei der Frau Striegel und den Kollegen vom Projekt Credo. Das ist ein Projekt vom Bistum, eine Online-Plattform in den verschiedensten digitalen Medien. Wer Credo noch nicht kennt, einfach im Internet eingeben credo-online.de. Und dann bin ich eigentlich schon beim Thema. Es geht ja heute um Seelsorge in Corona-Zeiten. Credo heißt, ich glaube. Und Seelsorge hat natürlich auch mit dem Glauben von uns Menschen zu tun, mit dem Glauben, den wir momentan ja, unter besonderen Bedingungen leben dürfen oder müssen. Gerade eben kam unser Bischof fast im Eilschritt aus der Kapelle des Bischofshauses, wo er um 19 Uhr jeden Abend während der Woche seine Messe hatte im Livestream. Ich denke, das ist für uns eine ungewohnte Erfahrung, für manche auch eine traurige Erfahrung, dass wir Gottesdienste feiern, die wir vielleicht zu Hause am Fernseher verfolgen, am Computer und ohne Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und das ist eine Frage, das sind mehrere Fragen, die uns heute auch erreicht haben, auch durch die Pressekonferenzen, die wir gestern gehabt haben, durch die Äußerungen von der Bundeskanzlerin, vom bayerischen Ministerpräsidenten. Da möchte ich gleich die erste Frage bringen, die hat uns gestern Abend noch erreicht. Die Pfarrgemeinden sind mit Sicherheit in der Lage, Gottesdienste unter Einhaltung der Hygieneregeln zu organisieren. Weshalb protestieren die Bischöfe nicht laut gegen das Versammlungsverbot? Wenn Schulen wieder geöffnet werden, müssen auch Gottesdienste wieder möglich sein. So eine Aufforderung, eine Frage. Bischof Bertram, wie geht es Ihnen mit so einer Frage? Also wenn Sie protestieren, vielleicht sogar laut? Zunächst mal, glaube ich, sind wir alle miteinander äußerst traurig über die Situation, in die wir geraten sind. Andererseits
ist das auch so, dass sowohl die Bundeskanzlerin als auch unser bayerischer Ministerpräsident gestern und heute sich sehr lobend über das Verhalten der großen christlichen Kirchen geäußert haben. Und es war für mich hochinteressant, dass selbst der Herr Söder, der ja evangelischer Christ ist, auch engagiert dazu steht, nicht mal vom Papst gesprochen hat, sondern vom Heiligen Vater. Wenn das natürlich ein ökumenischer Impuls ist, Gratulation zu dieser Titulatur. Fest steht, wir sind auch von Seiten der staatlichen Autoritäten sehr gelobt worden, nicht weil wir Gottesdienste abgesagt haben, sondern auch für die Kreativität, die entstanden ist. Das muss man mal ganz klar sagen. Es war ja sehr, sehr viel los, auch in der Karwoche und jetzt in den österlichen Tagen, auch Seelsorge. Die Pastoral ist nicht auf Kurzarbeit gegangen. Wir waren alle sehr kreativ, fantasievoll und es ist sehr, sehr viel gemacht worden und wird hoffentlich auch weiter unternommen, um Seelsorge zu garantieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir jetzt schon auch als christliche Kirchen traurig sind darüber, dass Baumärkte und Gartencenter nach und nach öffnen können, dass aber, wie es auch in den Pressekonferenzen hieß, das Gottesdienstverbot weiterhin bestehen bleibt. Ich finde es sehr, wie soll ich sagen, auch ungünstig formuliert. Wir müssen in diesen Zeiten auch sehr auf die Wortwahl achten, denn die Worte, die verraten uns. Und ich wünsche mir, dass wir wegkommen von dem Begriff des Gottesdienstverbotes, sondern dass wir stattdessen davon sprechen, Räume aufzumachen, in denen sich auch Christinnen und Christen wieder versammeln dürfen, um gemeinsam zu beten, zu singen, Gott die Ehre zu geben, auch Sakramente zu feiern und dass aus diesem Gottesdienstverbot Wege werden, die tatsächlich in die Zukunft führen. Ich werde aber nicht lauthals demonstrieren. Sie wissen, lieber Herr Dr. Michel, ich war immerhin fast 7 Jahre auf einem diplomatischen Posten in Rom und da habe ich eines gelernt. Diplomatie läuft normalerweise nicht vor Kameras und Mikrofonen, sondern im Hintergrund. Und alle, auch die uns jetzt hier zuhören und zuschauen, dürfen sicher sein, dass auch die Verantwortlichen in den Kirchen in Bayern, ganz stark auch die bayerischen Bischöfe, alle zur Verfügung stehenden Kanäle nützen werden, um solche Türen aufzumachen, vom Gottesdienstverbot wegzukommen, sondern in Räume eintreten zu dürfen, die unter bestimmten Bedingungen es ermöglichen, peu à peu auch wieder öffentliche Gottesdienste zu feiern und zu diesem Stoßtrupp, zu diesen Pfadfindern möchte auch ich gehören und Sie dürfen sicher sein, ich habe jetzt erst gehört von einer Zuschrift, wir müssten auch als Bischöfe aufpassen, dass uns nicht das Urteil trifft eines Petrus Canisius über die Bischöfe der damaligen Zeit, dass sie schlafende Hirten seien. Also ich schlafe in der Nacht gut, aber unter Tag schlafe ich nicht und tue mein Möglichstes, um hier Räume aufzumachen. Aber das heißt aber jetzt nicht, dass Sie bei der bayerischen Staatsregierung jetzt darauf bestehen, dass wirklich am nächsten Montag wieder Gottesdienst nehmen? Nein, auf keinen Fall, denn ich denke mir so, in der bayerischen Staatsregierung sitzen nicht nur, weil es eine Koalition aus CSU und Freien Wählern ist, sondern insgesamt kenne ich einige, die auch hier als Beamte, aber auch als Politiker aktiv sind, die sich auch zu ihrem christlichen Glauben bekennen. Und die haben sich sicherlich die Entscheidungen nicht leicht gemacht. Es geht darum, dass wir auch immer wieder alle Maßnahmen ergreifen und vor allem halten, damit das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich gehalten wird. Das kann man verstehen. Aber ich werde darauf drängen, nicht mit großer Schlagzeile, sondern was möglich ist, zusammen mit den anderen Mitbrüdern,
in der Bayerischen Bischofskonferenz und womöglich auch im ökumenischen Schulterschluss alles zu tun, dass sich da was öffnet. Möchte aber auch nochmal um Verständnis dafür werben, Corona ist eine Krankheit, die sehr facettenreich ablaufen kann. Und wir wissen das von auch kleinen Krankheiten wie grippalen Infekt. Wer zu früh aufsteht, liegt vielleicht umso länger im Bett. Und bei Corona haben wir auch eine Krankheit, die bei manchen Leuten mit dem Tod endet. Und da möglichst wenig Risiko einzugehen, das kann ich gut verstehen, ohne das primäre Ziel von uns Christen, nämlich den Himmel, sprich das Seelenheil, außer Acht zu lassen. Ein Stichwort, das da heute auch bei einer Frage, die man uns gestellt hat, gefallen ist, das ist das Thema Bundesverfassungsgericht. Also würden Sie deswegen, wegen den Gottesdienstverboten, würden Sie deswegen sogar vor das Bundesverfassungsgericht ziehen? Nein, das fügt das nochmal oder fährt das aus, was ich vorher erklärt habe. Ich denke, das Bundesverfassungsgericht, dem geht es ja darum, auch grundsätzliche, eben verfassungsmäßige Valutationen, also Bewertungen von Situationen vorzunehmen. Und das ist mir viel zu grundsätzlich, denn wir müssen jetzt, ich habe es vorher schon gesagt, ich verstehe mich als Pfadfinder, ich verstehe mich im Moment auf einem Trampelpfad und nicht auf einer ausgeleuchteten Autobahn. Hier Grundsatzdebatten zu führen, wird schwierig. Wir werden danach schauen müssen, dass wir nicht in ähnlichen Situationen zwei Grundrechte, nämlich das Grundrecht auf Unversehrbarkeit des einzelnen Menschen, in diesem Fall Achtung der leiblichen Unversehrtheit, sprich Gesundheitssicherung einerseits, und das Recht auf Religionsausübung, nicht nur im Sinn von Minderheiten und nicht nur die negative Religionsfreiheit, sondern auch die positive, dass wir diese beiden Grundrechte zueinander stellen. Und da wird es darauf ankommen, auch nach dem Gesetz der Verhältnismäßigkeit zu schauen. Was wiegt in der jeweiligen Situation mehr? Und deshalb hat mir auch gut gefallen, was gestern die Frau Bundeskanzlerin, denke ich, sehr, sehr gut in ihrer ruhigen Art formuliert hat. Wir sind bereits auf einem Punkt, wo wir von einem Zwischenziel reden können. Und sie wünscht sich ein Plateau. Aber sie sagt auch, dass dieses Zwischenziel noch fragil ist. Oder in einem anderen Bild, es ist im Moment noch eine Gratwanderung. Wir sind noch nicht über dem Berg. Und abzustürzen in irgendein Extrem, ich glaube, das ist nicht zielführend für niemanden. Wenn wir jetzt mal so auf konkrete Sachen schauen. Also eine Frau hat uns geschrieben, also ich wünsche mir wirklich sehr, dass die aktuellen Möglichkeiten ausgeschöpft werden und die Gläubigen durch die Feier der Heiligen Messe und in der Anbetung gestärkt werden können. Das ist, glaube ich, schon eine große Sehnsucht, die wir so die letzten Tage bei vielen Menschen gespürt haben. Also, Sie haben ja gesagt, Sie sind ein Pfadfinder, Sie sind vielleicht so ein Türöffner. Also, das sind Fragen, die wir jetzt wirklich mehrmals gekriegt haben heute. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie abstandsfähige Gottesdienste zu machen? Also, dass man so die Abstandsregeln einhält? Also gibt es da jetzt unsererseits oder ihrerseits Überlegungen in die Richtung? In jedem Falle. Und wie schon gesagt, wir sind kirchenintern, aber auch im Gespräch mit politischen Amtsträgern im Gespräch. Aber da sind wir genau an dem Punkt. Wenn Räume sich öffnen, kann es nicht der Staat sein, der hier unsere konkrete liturgische Ausgestaltung bestimmt. Das müssen wir schon selber machen. Und deshalb ist es so, dass wir uns eigentlich jetzt mal Zeit lassen wollen, da kann ich auch ein Datum nennen, bis zum 3. Mai, das ist jetzt ein bisschen Zeit, und da versuchen wir jetzt auch in Arbeitsgruppen Kriterien zu entwickeln, um dann im kleineren Kreis auch Gottesdienste im Sinn von Versammlungen von Christen zu gewährleisten. Und da haben wir einerseits die Konditionen des Staates und andererseits unsere Wünsche. Und da wird es jetzt darauf ankommen, dies zusammenzubringen. Also zum Beispiel, ein ganz wichtiger Punkt wird sein, der gebührende Abstand. Das betrifft nicht nur unsere Gottesdienste. Zum Beispiel, ich bin auch ein Mensch, der gerne sich beraten lässt, obwohl ich auch als künftig amtierender Bischof selber dann einmal entscheiden muss. Aber ich höre viele, sodass ich auch nächsten Dienstag
auf der Leitungsebene unserer Diözese nicht nur die Hauptabteilungsleiter, sondern auch das Domkapitel in einer gemeinsamen Sitzung zusammenrufen. Es sind 15 Leute im Sitzungssaal des Ordinariats, geht das nicht wegen Abstand. Dann haben wir eine Zwischenlösung. 15 Leute klappt immer noch nicht, haben wir abgemessen. Jetzt gehen wir in den großen Saal des Hauses St. Ulrich zu 15 und machen diese Sitzung. Ähnlich wie ein Bundeskabinett, die machen es auch live, aber halt auch mit großem Abstand. Und so möchte ich das auch machen in Gottesdiensten, dass die Abstandsregeln gehalten werden. Und da wird es halt dann darauf ankommen, reine Teilnehmerzahl, Herr Dr. Miegel, nützt uns nichts. Wenn ich sozusagen eine Pfarrkirche habe, die eine bessere Kapelle ist und sagt, 50 Leute maximal dürfen kommen, die können nie den Sicherheitsabstand halten. Dagegen im Dom, die vereinzeln sich fest bei 50. Also man wird hier sehr gut die Situationen anschauen müssen. Dann ein zweiter neuralgischer Punkt wird sein, das Thema Kommunionempfang. Wir haben jetzt sehr stark uns konzentriert auf die geistige Kommunion. Übrigens etwas, womit ich sogar ausgelacht worden bin. Noch vor einem halben Jahr, ich weiß von einer Ökumenetagung, wo es um konfessionsverschiedene oder verbindende Ehepaare ging, und ich komme ja selber aus einer solchen Ehe, wo ich gesagt habe, für meine Eltern war es ganz klar, ich gehe dort zur Kommunion oder zum Abendmahl, wo ich kirchlich dazugehöre. Und es gibt ja auch die geistige Kommunion. Oder bei den innerverheiratet Geschiedenen habe ich analog argumentiert. Haben Kollegen eigentlich ein bisschen müde darüber gelächelt und gesagt, dann meint der Bertram, typisch Rom, und es ist ja Anno Tobak, mittelalterlich-scholastische Theologie. Aber dem ist nicht so. Jetzt haben wir das entdeckt. Natürlich wollen wir wieder auch leibhaft kommunizieren. Ich kann den Wunsch auch verstehen. Es gibt jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Manche wollen die Kommunion reichen durch Zange. Wieder andere wollen ein großes Tablett aufstellen und die Hostien können dann weggenommen werden. Wieder andere wollen die Hostien verpacken und man kann sich dann die Hostie mitnehmen. Entschuldigung, wenn ich sagen muss, nicht, dass ich da dagegen bin, da ist noch kein Entschluss gehabt, aber wir wollen natürlich auch keine Pralinchen oder Ostereier aus Schoko in Analogie verteilen. Da werden wir gut hinschauen müssen, dass uns da nicht etwas passiert, dass die Art des Kommunionempfangs letztlich so wichtig wird, dass wieder der Kern nicht mehr da ist. Also Sie merken, es läuft hier viel. Und ein letztes noch, was glaube ich für mich noch viel wichtiger ist und wo ich mir große Sorgen mache, ist, die katholische Kirche tickt sakramental. Wir sind nicht mehr katholisch, wenn wir unser sakramentales Leben aufgeben oder relativieren. Wir mussten jetzt Erstkommunionen verschieben. Wir haben viele Firmungen in die Warteschleife gesetzt. Auch Hochzeiten. Von Requien ist kein Sakrament, aber doch die Feier der Eucharistie ganz klar oben für Verstorbene. Ich meine aber, alle Sakramente haben viel mit Leiblichkeit, mit Körperkontakt, mit Handauflegung, mit Händedruck, ja sogar mit Salbung zu tun. Es ist nicht damit getan zu sagen, wir schieben es auf und holen es nach. Wir werden sicherlich auch schauen müssen, unter den gegebenen Bedingungen, wie können wir die Sakramente nicht nur gültig spenden, sondern vor allem fruchtbar, dass wir nichts von diesem wesentlichen sakramentalen Gestus und Ritus wegnehmen. Das sind für mich die großen Herausforderungen. Und da möchte ich auch hier nochmal einladen, die Leitungen, die Bischöfe mit ihren engsten Beratern müssen mal Entscheidungen treffen. Aber wenn Menschen Ideen haben, bitte sich melden, mitdenken, mit Glauben. Auch das ist ein Zeichen von Sentire cum Ecclesia, fühlen mit der Kirche. Ich möchte einfach dazu animieren. Also sage ich jetzt auch mal in die Kamera, wenn jemand Ideen hat, mitdenken will, einfach gerne, das kann man uns an die Messestelle schicken oder sich an den Bertram wenden. Ich würde Sie bitten, ich höre Ihnen gerne zu, aber ich würde Sie bitten, die Antwort ein bisschen kürzer zu fassen, weil ich habe noch relativ viele Fragen und ich würde genau. Ungern was weglassen. Ja, ja, und das war jetzt das Kernthema natürlich, das alle bewegt im Moment. Stimmt, genau. Sie haben auch Erstkommunion oder Tauung, auch Taufe angesprochen, aber das ist ein Thema, jetzt unabhängig von dem mit Gottesdienstverbot, was wirklich viele Leute bewegt, nicht nur jetzt gestern oder heute, sondern das kriegen wir in der Pressestelle mit, auch wirklich die letzten Wochen. Es gibt Fragen,
Ja, wie ist da jetzt die Linie des Bistums, was die Erstkommuniontermine betrifft? Also wann kann man die wieder machen? Wer entscheidet das? Ich weiß selber von einer bekannten Familie von uns, da kommt die Tochter jetzt zur Erstkommunion und dann hat man gesagt, ja, wir machen das erst nächstes Jahr. Dann hat das Mädchen hat voll zu weinen angefangen, weil das ist für so ein Kind ja eine Katastrophe, ja, zu wissen, wie es weitergeht. Also kann man dazu was sagen. Wir haben schon mehrere Anfragen gekriegt. Können Sie uns definitiv sagen, dass Hochzeiten bis Ende Mai stattfinden? Heute haben wir eine Frage gekriegt von einer Frau, die sagt, ja, wir heiraten Ende August, wir haben 190 Gäste, können wir jetzt die Hochzeit planen oder nicht? Ja, und wie schaut es mit Taufen aus? Das ist ja auch eine große, ja, auch spirituelle, sakramentale Sehnsucht. Vielleicht können Sie da also es ist so, sagen. Als Diözese Augsburg haben wir keine Blankoschecks ausgeteilt. Das heißt, wir haben nicht, wie auch manche andere Bistümer, gleich bis über die Sommerpause hinaus Veranstaltungen, vor allem auch Gottesdienste gebremst, sondern wir sind peu à peu vorgegangen und haben jetzt mal bis Ende Mai diese Sakramente sozusagen eingefroren, obwohl wir jetzt im Frühling sind. Aber wir haben gesagt, bis dahin nicht. Und das wäre dann Pfingsten, Ende Mai. Wie es dann weitergeht, wird sich zeigen, aber das wird auch mit in den Kriterienkatalog gehören, unter welchen Bedingungen können wir solche Sakramente spenden und feiern. Eines ist mal ganz klar, ich kann Ihnen jetzt in einem laufenden Verfahren keine Zeitpunkte sagen. Das wäre vermessen, weil wenn ich mich jetzt auf was festlege, gehe ich vielleicht baden, in welche Richtung auch immer. Aber ich darf eines sagen, die Richtung wird so sein, dass wir sicherlich keine Großveranstaltungen halten können. Da haben wir wieder unsere Vorgaben. Aber es ist noch nicht klar, was eine Großveranstaltung ist und was nicht. Und die Chance liegt jetzt daran, immer wesentlicher zu werden. Also ich kann mir durchaus auch vorstellen, Erstkommunion im ganz kleinen Kreis, vielleicht nur mit den Kindern, da gibt es keine Patenschaft. Da können auch die Kinder, wenn die Schulen zum Beispiel öffnen, Sie haben es vorher gesagt, auch Kommuniongruppen da sein und der Pfarrer hält nur mit den Kindern die Erstkommunion, exklusiv, das Wesentliche. Und wir können ja dann später sagen, ich kann auch Ihnen ganz offen sagen, die Restaurants bleiben auch geschlossen. Ich glaube nicht, dass der Papa irgendwelcher Grillmeister ist, der jetzt dann, was weiß ich, nach der Erstkommunion jetzt Gartenfest mit Grillparty macht, wenn keine Restaurants. Papa ja auch nicht. Ach so, darf er, das stimmt, Sie haben ja, da, genau. Also ich glaube, zum Erstkommunionfeiern oder zur Hochzeit gehört nicht nur der Gottesdienst, da gehört, und da bin ich viel zu viel Italiener, da gehört auch ein gescheites Essen, ein pranzo festivo, wie man da so schön sagt, ein Festessen mit dazu und Aperitif und nachher noch Kaffee und Kuchen und so weiter. Und das können wir ja so gar nicht machen. Also ich kann mir vorstellen, im kleinen Kreis wesentlich die Sakramente zu spenden, durchaus nur mit dem Empfänger und dem Spender, und dann im Sinn eines größeren Dankfestes auf Gemeindeebene oder aber dann auch und mit den Familien später zu machen. Und da sitzen wir eigentlich alle in einem Boot. Ich bin auch jetzt auf der Wartebank, weil ich hätte längst zum Bischof geweiht werden sollen. Das haben jetzt oft die Verrenkungen mit apostolischer Administrator und ernannter Bischof und so weiter. Das ist alles schön recht und gut, ich freue mich über diese Titel. Aber ich muss auch warten und kann im Moment mal noch gar nichts sagen. Auch unsere Diakone und Priesteramtskandidaten aus dem Seminar müssen auch warten. Und auch da denke ich, kann ich mir vorstellen, wenn wir mal auch mit der Bischofskonferenz und mit der Regierung gesprochen haben, dass wir kleine Feiern machen, die wesentlich sind, und später mal Diözesan oder die Primitianten mit ihren Heimatgemeinden statt einer Primiz unmittelbar am Sonntag nach der Weihe einfach einen großen Dankgottesdienst, auch wenn sie schon in den Gemeinden im Dienst sind. Das ist auch Kreativität. Und zwar eben back to the roots, also zurück zu den eigentlichen Wurzeln, zum Kern dessen, was wir da feiern. Also kreativ, experimentell,
Eine Frage, die uns erreicht hat, Sie haben es gerade indirekt schon angesprochen, als Sie von den Regelungen gesprochen haben, die wir bei uns im Bistum haben. Eine Frage ist die, wir sind ja sozusagen Grenzbistum Richtung Rottenburg-Stuttgart, Richtung München und viele andere Bistümer auch noch. Eichstätt, genau. Und da sagt uns eine Frau, sie ist in der Ecke, sagen wir mal, Richtung Ulm tätig, auch in der Pastoral. Und für die ist es schwierig, dass es halt in Rottenburg-Stuttgart ganz andere Regelungen gibt wie bei uns. Also da ist wirklich, glaube ich, bis steht auf der Homepage, glaube ich, drauf, dass da die Erstkommunionen, die sind auf den Herbst 2020 verschoben. Bei uns ist das anders geregelt. Also da ist die Frage, können denn die Bistümer da nicht untereinander irgendwie einen Fahrplan festlegen, der halbwegs gemeinsam ist? Kann man sich darauf verständigen, dass man Neuigkeiten gemeinsam veröffentlicht? Das wäre sehr, sehr schön, geht aber so nicht. Das ist ja auch so, selbst in der Politik haben wir in Deutschland Föderalismus. Und ein Kretschmann, obwohl er sehr eng mit dem Freistaat Bayern zusammenarbeitet, tickt auch etwas anders, als wir das hier im Freistaat Bayern machen. Aber da sind wir sehr nah dran. Und ich war selber Kaplan und Pfarrer in Neu-Ulm, ganz an der Grenze. Da muss ich nochmal sagen, die beiden Diözesen gehören beide als Ortskirchen zur römisch-katholischen Kirche. Aber es ist schon immer, hat es Unterschiede gegeben in anderen Fällen. Und so ist es jetzt hier auch. Was jetzt wichtig wäre, dass wir in Bayern eine gemeinsame Linie finden, auch dem Staat gegenüber. Und dann, glaube ich, geht es darum, dass wir Rahmenbedingungen abchecken auf Bundesebene. Und da werden wir am 27. April eine Videokonferenz haben aller deutschen Diözesanbischöfe. Und da wird das sicherlich auch Thema sein. Aber ich glaube nicht, dass wir mit dem Lasso Mitbrüder einfangen sollten, sondern die haben sich auch ihre Gedanken gemacht. Ich würde nur sagen, für mich, ich bin mehr für diesen Weg immer wieder mal zu justieren. Also erst analysieren, dann zu justieren, je wie die Lage ist. Das haben wir viel mehr Flexibilität, ich muss nochmal sagen, in den neuen Medien heute. Ich brauche doch auch für eine Erstkommunion nicht ein Vierteljahr vorher noch eine Karte und Umständen mit Goldrahmen drucken lassen. Wenn das auch kurzfristiger stattfindet, dann reicht in den neuen Medien über WhatsApp oder sonstige Kanäle und Plattformen eine Einladung oder per Telefonanruf und die Leute kommen dann schon und freuen sich mit. Und nochmal gesprochen, den feierlichen Schlussakkord können wir nachher immer noch setzen. Nur möchte ich nicht, dann höre ich auch zu dem Thema auf, ich möchte nicht, dass wir uns vom Glauben entwöhnen. Mir ist einfach eine zu lange Wartezeit. Wird eine Gefahr, dass die Leute sagen, jetzt lasse ich es ganz fallen mit Firmung. Jetzt gehe ich gar nicht mehr zuerst kommen. Mir geht ja nichts ab. Und wenn man Leute zu lange warten lässt, denken sie an unendlichen Advent, wenn plötzlich ein Vierteljahr Advent wäre, den Leuten wäre es zu viel. Es geht mir auch mit unseren Schritten, Monat um Monat einmal, um eine Art Pädagogik. Und die dann auch realistisch ist. Und da möchte ich einfach auch hier in Facebook jetzt dafür werben, vertrauen Sie sich den diözesanen Pfadfindern an, und Sie dürfen sicher sein, Sie werden sich umso mehr freuen, wenn vor der Sommerpause auch Ihr Kind oder Ihr Jugendlicher zu den Sakramenten gehen kann, als dass Sie hingehalten werden und es ist reine Luft. Im Juni, Juli könnte man was machen, aber wenn wir jetzt gesagt hätten, vor September geht gar nichts, das finde ich wäre auch nicht gut und es würde viel auch an Sehnsucht, an geistlicher Wartezeit, würde ins Unendliche fast rausgedehnt und das möchte ich nicht. Jetzt möchte ich bei aller Ernsthaftigkeit zwei Fragen einschieben, die uns jetzt auch per Facebook live erreicht haben. Ja. Also die eine ist von einer Organistin, also es geht um Verbote und so. Also die hat einfach die Frage, darf ich jetzt ab und zu mal in die Kirche gehen und wenigstens Orgel spielen? Das fehlt mir, also darf ich zum Orgelspielen gehen? Und das andere ist ist die Frage, geht der Bischof, würde er ab und zu mal ins Stadion vom FCA gehen, wenn es keine Geisterspiele geben würde? Also zwei Dinge kann ich ganz schnell beantworten. Erstens, was hindert die Organistin daran, in die Kirche zu gehen, um Orgel zu spielen? Sie macht ja kein öffentliches Konzert und das sage ich Ihnen jetzt einfach auch über Facebook. Ganz toll fand ich die Initiative von Andrea Bocelli,
der im Dom von Mailand jetzt ein großes Osterkonzert gesungen hat, vor leeren Bänken, das aber übertragen wurde, und es sprang Osterfreude über. Spielen Sie bitte die Orgel zur größeren Ehre Gottes, stellvertretend für Kehlen, die jetzt nicht so mitsingen können, und stecken Sie damit auch andere an. Sie machen ja kein riesiges Orgelkonzert. Und das Zweite, was Sie gesprochen haben mit FCA, um meine Bischofsweihe herum. Ich habe mal ein Interview gegeben und habe gesagt, zwei Seelen schlagen in meiner Brust. Ich bin FC Bayern-Fan zunächst mal, weil meine Haushälterin, eine Franziskanerin von Maria Stern, Schwester Dominika, leidenschaftlicher Bayern-Fan ist. Die zieht einen mit. Da war ich auch schon in der Arena mit ihr beim Champions League-Spiel. Aber wenn jetzt Lokalderby Bayern gegen FCA ist, dann ist es so, dass der Lokalpatriotismus bei mir größer ist als das Bayern-Fan-Sein. Und als ich das mal ein bisschen erklärt habe mit FCA, hat einer des Präsidiums bei mir angerufen, kurz vor der Corona-Krise. Da war nämlich das Derby angekündigt und hat gesagt, ich kriege eine Freikarte und sie würden sich sehr freuen, wenn ich käme. Sage ich jetzt hier auch, wenn es wieder normal läuft, wird aber jetzt auch so schnell nicht sein, dann komme ich ins FCA-Stadion ohne Stab und Mitra, aber mit dem FCA-Fanschal. Und da bin ich mit dabei, ich freue mich schon drauf. Also wenn Sie keinen haben, keinen in meinem. Gut, danke, Herr Dr. Nickel. Ja. Genau, Sie haben jetzt ja gerade schon so ein bisschen von der Jugendarbeit gesprochen, von Pfadfindern. Sie waren selber begeisterter Ministrant für. Ich habe neulich mitgekriegt, in meiner eigenen Pfarrei musste wegen Corona ganz spontan das Jugendwochenende abgesagt werden. Und ich kann Ihnen sagen, das war ein Drama, logischerweise. Ja, und jetzt hat uns auch eine Frage erreicht von Jugendleitern, die einfach auch sagen, momentan muss recht kurzfristig ganz, ganz vieles abgesagt werden. Jetzt wollen die wissen, aber es wird schon wieder schwierig wahrscheinlich, wie schaut es jetzt mit der Durchführung von Zeltlagern und Jugendfreizeiten im Sommer aus? Gibt es denn da schon Meinungen und Ideen? Also August. Also konkrete Entscheidungen gibt es sicher nicht. Es geht einfach darum, wie können wir die Kriterien erfüllen. Bei einem Zeltlager, wo man natürlich auch sich sehr, sehr nahe kommt, wenn man ums Lagerfeuer sitzt, vor allem da man auch noch keins anzünden, aber irgendwo dann doch miteinander Lieder singt oder Geländespiele macht, da wird man gut hinschauen müssen. Aber ich bleibe einfach dabei. Wir werden, denke ich, Ende Mai um Pfingsten rum auch schon wieder mehr sehen. Und ich würde mir wünschen, auch wenn es kleinformatiger wird, dass dann doch was stattfindet. Und wenn es halt nicht der Zeltlager ist, dass man vielleicht doch auch einmal, wenn das möglich ist, und sich die Jugendhäuser langsam wieder öffnen, dass man dann eher dort mal hingeht und dann halt die Zimmer nur mit zwei Leuten etwa belegt, also nicht mit vier oder fünf Bettzimmern. Also ich denke, da müssen wir einfach mal schauen, wie der Weg sich entwickelt und dann schauen, wie man die Jugendfreizeit oder Ministrantenwochenenden, muss dann nicht Zeltlager und nicht Hütte sein, anderweitig füllt und man muss es nicht canceln. Ich sehe das ähnlich so, Herr Dr. Michel, es gibt ja immer noch, dass es so Ferienprogramme der Städte und Gemeinden gibt für Kinder, Jugendliche, die nicht wegfahren können. Und es sind Ideenbörsen, also Eldorados, wo auch wir als Kirche das eine oder andere dann machen können und anbieten können, auch wenn man vielleicht nicht mit Übernachtung wegfahren kann. Da bin ich nicht pessimistisch, dass da was laufen kann. Also es geht um Kreativität, es geht auch in gewisser Weise um ein Erfindungsreichtum. Ich glaube, das sind wir alle gefragt und da tut sich ja auch einiges, sehr viel. Da hat uns eine Frau geschrieben, die sagt, ja, also für sie ist klar, gerade in der jetzigen Zeit, dass der Segen des Pfarrers, dass der praktisch nicht an der Kirchentüre endet, dass der Pfarrer raus muss. Aber sie sagt auch, wo ist da jetzt die Grenze? Also an Ostern zum Beispiel, da gab es dann eine Speisensegnung to go oder man war da irgendwie auf dem Parkplatz und dann kommt der Pfarrer mit dem Auto und segnet ja dann irgendwelche Sachen. Ich habe das neulich im Internet gesehen, ein Pfarrer bietet, glaube ich, auch Beichte to go an. Also in Amerika war das. Also was ist da Ihre Meinung? Was ist da jetzt Kreativität? Was ist da positiv? Und was ist vielleicht wirklich nur Aktionismus? Also ich finde es toll, dass
wir so viele kreative Ideen haben. Das hätte es vorher gar nicht so gegeben. Ich würde es auch gar nicht nur Aktionismus nennen, dass wir nicht still sein können. Es gibt viele, auch Mitbrüder, Priester, mit denen ich in diesen Tagen und Wochen gut in Kontakt bin, die mir sagen, Bertram, ich komme jetzt zum Lesen. Ich kann einen Artikel gut vorbereiten, den ich zu schreiben habe. Ich bereite jetzt schon Predigten vor, wenn ich wieder nicht nur gestreamte, sondern richtige, reale Gottesdienste habe. Ich kriege ganz neue Sichtweisen. Das ist das Tolle. Ich warne also deshalb weniger vom Aktionismus, sondern von der Sensationsgier. Ich habe es mal übertrieben gesagt, ich habe das auch mal im Internet gesehen, wo ein Priester im vollen Ornat aus einem roten Sportcabrio drinstehend und der Monstranz in der Hand sozusagen Ortschaften gesegnet hat, die aber leer waren. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, geht es jetzt mehr um das Foto oder die mediale Ausstrahlung oder geht es um den Kern? Und das ist das Entscheidende. Was kann ich kreativ machen, um den Kern zu stärken, um den es mir geht? Ich glaube sogar, jetzt müssen wir alle Accessoires zurücknehmen, klein machen. Das ist das auch aus meinem Mini-Dom in der Bischofshauskapelle. Da kann ich keine Prozessionen machen und keine großen Aktionen starten. Und auch jetzt zum Beispiel als nicht geweihter und doch ernannter Bischof, ich habe weder einen Stab, noch eine hohe Mitra, noch ein Brustkreuz oder einen Ring. Und trotzdem versuche ich Hirte zu sein, wesentlich zu sein, zurückgenommen zu sein. Und manchmal kann diese Rücknahme mindestens so wichtig sein wie das Aufmarschieren und das Große mit Pauken und Trompeten zelebrieren. Ich möchte einfach nochmal sagen, ich habe erst gedacht, wie wird das alles werden, die Papstliturgie im Fernsehen direkt übertragen, traurige Veranstaltung. Das war es einerseits. Aber andererseits diese zurückgenommene Liturgie, das sich konzentrieren auf das Wesentliche, auch von Seiten des Papstes mit den wenigen Leuten im Petersdom, legt die Substanz frei. Und ich muss auch nochmal sagen, obwohl ich unmittelbar da am Petersdom gelebt habe und ich jeden Tag hin und zurück durch das Atrium des Petersdomes gegangen bin, wie ich jetzt diesen leeren Petersdom gesehen habe, diese Fußböden, den Kathedralaltar, auch Details, wie sie eingeblendet waren, so habe ich das noch nicht erlebt. Und das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, sozusagen Christ, Katholik, ja Kirche, werde wesentlich, da liegt jetzt auch eine Chance drin. Und wo kannst du vielleicht auch auf Zukunft dich ein bisschen zurücknehmen, was vielleicht manchmal an Schleppen und Quasten dein Eigentliches verdeckt hat. Jetzt haben Sie den Papst erwähnt, das trifft sich ganz gut, weil wir haben eine Frage gekriegt, die, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, weil die ist vielleicht länger, aber da ist ein Papst, will im Oktober heiraten und die haben gesagt, sie wollen danach, wollen sie nach Rom zum Papst und praktisch den päpstlichen Segen von ihm kriegen. Ich glaube, die Frage ist so, geht es überhaupt? Oder vielleicht könnte es mit meinen Worten auch so sagen, Sie waren ja lange in Rom, vielleicht könnten Sie da was machen, dass die den Segen vom Papst kriegen. Also es ist so, ich glaube, Oktober sollte eigentlich die Sache wieder freier sein. Ich habe jetzt erst von der Behörde, sogenannte Kongregation für die Bischöfe, ein Save the Date bekommen für einen Fortbildungskurs neu ernannter Bischöfe. Wir haben immer als Vatikanisten das Ganze den Bischofsbabykurs genannt. Das ist im September und der ist nicht abgeblasen, da ist die Einladung da. Sodass ich davon ausgehe, dass auch im Oktober wieder die Audienzen ganz normal laufen und der Papst segnet in besonderer Weise die sogenannten Sposi Novelli, die neuen Ehepaare, die frisch verheirateten. Und wenn das Ehepaar sich an mich wendet und ich schreibe an die Präfektur, die für die Audienzen zuständig ist, einen Brief, dann glaube ich, vorausgesetzt, dass diese Audienzen wieder stattfinden, können sie in diesem besonderen Abteil sozusagen am Petersplatz, wo die neuen Ehepaare sind, sitzen,
Das ist, wäre durchaus, glaube ich, realisierbar unter ganz normalen Bedingungen. Ich kann nichts garantieren, aber ich darf die Hoffnung machen. Aber wichtiger als der päpstliche Segen ist natürlich die gute geistliche Vorbereitung auf die Ehe. Und ich wünsche jetzt dem Ehepaar, das nachfragt, da schon jetzt viel, viel Freude und vor allem, dass im Oktober eine schöne Hochzeit, auch kirchlich, in welchem Rahmen auch immer, gefeiert werden kann. Also ich hoffe, ihr habt es gehört. Also rechtzeitig euch an den Bischof wenden, dann schauen wir mal, was wir machen können. Eine andere Frage ging halt ein, hat indirekt auch mit Italien zu tun. Es war ja, glaube ich, vor 2 Jahren war die Wallfahrt nach Assisi. Und wir haben, glaube ich, jetzt auch junge Zuschauerinnen, die waren mit ihrer Familie dabei. Und die haben, das ist gerade die Frage gekommen, die erzählen immer noch so begeistert von der Wallfahrt, auch von dem Prälat Meier, der damals dabei war. Kann man schon irgendwas sagen, wann wieder so eine Familienwallfahrt ist? Also erstens mal, ich erinnere mich noch selber ganz, ganz gern an Assisi. Es war damals noch unser Bischof Konrad da, der aber ein bisschen später erst dazustoßen konnte aus Termingründen. Deshalb war ich schon in Trient mit dabei, habe einen Eröffnungsgottesdienst gehalten und auch einen Schlussgottesdienst. Und ich weiß auch noch, ich war fast in einer liturgischen Modenschau. Ich habe mir nämlich in Assisi ein neues Messgewand gekauft mit der Darstellung des Franz von Assisi. Das nehme ich jetzt noch gern, wenn ich zur Franziskanerinnen zur Messe regelmäßig gehe. Ich kann jetzt schon mal sagen, wir gehen davon aus, dass sicherlich in 2 Jahren die Corona-Welle, wenn Impfstoff und alles da ist, so überwunden ist, dass wir auch wieder mit großen Gruppen etwa des Bistums Wallfahrt machen können. Bei mir steht bereits im Terminkalender Pfingstwoche 2022 wieder eine Wallfahrt nach Assisi für Familien. Schon jetzt herzliche Einladung an euch, die ihr mitfahren wollt. Etliche kenne ich noch, andere haben mir jetzt auch geschrieben zu Ostern. Und ich gehe eigentlich schon davon aus, dass wir bis dahin wieder zu einer auch kirchlichen Normalität zurückkommen. Aber unser Ehe- und Familienseelsorger, mittlerweile auch stellvertretender Leiter des Seelsorgeamtes, damit auch irgendwo mein Nachfolger im Haus St. Ulrich, der Herr Christian Oechsler, brennt schon drauf. Er ist eine echt burning person und hat mir schon kurz nach der Ernennung zum Bischof gesagt, ich melde jetzt schon Pfingsten 2022 an, Assisi, und ich soll die ganze Reise dabei sein, nicht nur etwas verspätet dann hinkommen. Also das bitte schon save the date im Kalender aufnehmen. Okay. Haben wir das auch geklärt? Das habe ich eine Frage an die Regie. Wie lange haben wir noch Zeit? Das haben wir eine Dreiviertelstunde? 5 Minuten, ja. Also wir machen ein bisschen schneller. Ja. Das müssen ja nicht alles abarbeiten jetzt. Also wir haben jetzt über die Jugend und so gesprochen, über Kinder, Familien. Eine Frage will ich noch stellen, was die Arbeit mit Senioren betrifft. Da geht es auch ein bisschen so um die Gottesdienste, die jetzt gestreamt werden. Würde das Sinn machen, dass man den alten Menschen, die in einem Altenheim sind oder die daheim sind, dass man denen vielleicht ein Tablet gibt oder irgendeinen Computer, dass man die da unterstützt hat, damit sie auch die Gottesdienste verfolgen können? Oder was gibt es sonst noch für Optionen in der Seelsorge, gerade mit alten Menschen, die jetzt in der Quarantäne sind? Ich muss so sagen, der Live-Gottesdienst, also mit realen Personen im Kirchenschiff, ist, denke ich, immer das, was sowohl für den Zelebranten oder andere Gottesdienstleiterinnen und Leiter und auch fürs Volk Gottes das Eigentliche ist. Steht ganz oben. Aber es gibt, wie Sie sagen, Herr Dr. Michel, Personengruppen, die gar nicht mehr so kommen können. Auch in unseren Seniorenheimen gibt es nicht mehr so regelmäßig die Gottesdienste. Und es gibt Menschen, die sehr allein sind. Deshalb würde ich so eine Möglichkeit gut finden. Ich war letztes Jahr mal, bin durch Zufall reingestoßen, im Stephansdom in Wien, und da hat der Kardinal Schönborn gerade eine Priesterweihe gefeiert, und die haben auch ein Livestreaming im Stephansdom. Und zwar sehr unauffällig, bei den Seitenaltären kommen die Leinwände raus, Bildschirme, die man dann auch rausnehmen kann. Ich könnte mir vorstellen, in manchen größeren Kirchen, denke auch an Ulrich, da haben wir ja auch öfter größere Sachen, wo wir Diözesan auch so Dinge übertragen können. Nur Livestreaming breit gefächert von jeder Pfarrei, das würde ich nicht so gut finden. Aber an exponierten Stellen, geistlichen Zentren, Dom, Basilika, soll man es überlegen, aber dann auch herausgehoben. Und ich glaube einfach, ich weiß es auch von meiner Mutter, die in der Nähe vom Dom in einem Seniorenheim wohnt,
die kann über unsere Lokalsender oder Regionalsender Augsburg TV und analog Allgäu TV kann sie die Sonntagsgottesdienste anschauen aus der Bischofskapelle, aber sie freut sich schon, wenn sie das regelmäßig auch anschauen kann. Und da meine ich, auch hier geht es wieder darum, wir müssen miteinander reden. Wir haben immer noch etwa im bayerischen Fernsehen und Rundfunk die Möglichkeit, durch Gottesdienstübertragungen oder katholische und evangelische Morgenfeiern feste Sendeplätze zu haben. Was ich auch nicht wollte, ist, dass wir plötzlich hier Konkurrenzen aufbauen, um dann dem Öffentlich-Rechtlichen, plötzlich, dass die dann mal kommen, und es können ja auch mal andere Verantwortliche da sein, die uns nicht so gewogen sind, ihr macht ja euer eigen Ding, das braucht man alles nicht mehr. Das wollte ich nicht. Also das eine tun, ohne das andere zu lassen und vor allem jetzt nicht so viel Lust am Streaming zu bekommen, dass man am Ende sagt, wir machen nur noch Streaming, Religionsschublade, eine Stunde pro Woche, dann machen wir sie wieder zu. Live ist live, kann ich nur sagen. Und das ist das Erste. Jetzt habe ich eine Frage, die eigentlich ganz woanders herkommt und ein ganz, ganz anderes Thema aufmacht, aber ich finde sie trotzdem wichtig und spannend, weil das ein Thema ist, das zu Corona gehört, das wir aber eigentlich immer vergessen. Also es gibt ja die Flüchtlingslager, das geht es hier um die türkisch-griechische Grenze. Ich glaube, die Lager, die sind ja inzwischen geräumt, aber auf den Inseln, griechischen Inseln. Die Frage ist, was sollte Deutschland tun? Vielleicht ist eher die Frage, wie beurteilen Sie das persönlich? Was kann man da auch als Kirche tun? Ich bin ja selber schon seit vielen Jahren auf der weltkirchlichen Ebene unterwegs, diözesan, aber auch auf Bundesebene. Und wir haben jetzt erst in den letzten Wochen vor Ostern einen Brief zusammen mit anderen Hilfswerken unterschrieben und auch mit Menschen, die im säkularen Umfeld sich für Flüchtlinge einsetzen. Und auch unsere Diözese hat diesen Petitionsbrief an zuständige Politiker unterschrieben, dass man vor allem unbegleitete Flüchtlinge, also Kinder von Lesbos, natürlich auch aufgeteilt hier aufnehmen sollte. Und ich glaube, dass das auch auf einem guten Weg ist. Es war kurz vor der Karwoche, haben wir den mit unterschrieben, wir tun da schon was und versuchen halt dann auch unser Möglichstes, jetzt direkt zu sagen, die und die kommen hier in die Diözese, das ist schwierig, wir müssen ja erst einmal auch hier Türen öffnen und da versuchen wir auch, soweit es möglich ist, Stimme zu sein für Kinder und Jugendliche, die keine Stimme haben. Jetzt habe ich, wenn ich meine Fragen ein bisschen bündle, manche Leute haben geschrieben, dass die Zeit, die wir jetzt gerade erleben, dass es für die sehr wertvoll ist. Also einige beziehen sich da auf die Livestream-Gottesdienste mit ihnen. Jemand hat geschrieben, er hätte das auch das Ostern vielleicht noch nie so tief, auch so spirituell tief erfahren wie dieses Jahr, auch in einer besonderen Situation. Und die Frage ist die, es sind vielleicht zwei Fragen. Also die erste ist die, wird es eine Möglichkeit geben oder gibt es eine Möglichkeit, dass man sich mit anderen austauscht über die Erfahrungen, die man jetzt, über die besonderen Erfahrungen, die man jetzt praktisch auch während der Corona-Zeit sammelt? Das wäre das eine. Und das andere, das geht vielleicht in die Richtung, kann man das Feuer, das man da jetzt vielleicht auch bei vielen sieht, vielleicht auch sogar bei jungen Menschen, wie kann man das wieder neu entfachen und auch ein bisschen die Glut auch ein bisschen so am Glühen halten, damit es da löscht? Also das Erste ist zunächst auch hier wieder, denke ich, den direkten Kontakt gut pflegen. Ich habe heuer am Ostermontag, als die Emmaus-Geschichte als Evangelium verlesen worden ist, darauf hingewiesen, Emmaus-Gänge machen. Und zwar Emmaus-Gänge real machen mit Lebensgefährten, mit Ehepartnern, mit Menschen, mit denen wir zusammenleben unter einem Dach. Auch mit engen Freunden, das ist nicht verboten. Und zwar auch hier wieder real sich auf den Weg zu machen, zu sprechen. Und dann möchte ich nochmal auf die neuen Medien hinweisen, auch hier an die Facebook-User. Wir haben schon seit einigen Jahren diese Plattform Gemeinsam beten, vom Pfarrer Rietzler vor allem ins Leben gerufen und koordiniert.
eine ganz tolle Initiative. Wir haben Credo Online. Auch das ist kein Verkündigungssender, sondern eine Dialogplattform. Ich möchte es mal nennen, ein Areopag der Evangelisierung. Da mit dabei sein, sich da einzuklinken und mitzumachen, das sind für mich Plattformen mit Gleichgesinnten. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, nur Zeugen stecken an. Heute war im Evangelium der Schlusssatz, ihr seid Zeugen dafür. Wir brauchen weniger Informanten über irgendwelche Statistiken und Erhebungen und Dinge so wichtig, die Fieberkurven des Anklickens und des Streamings und so weiter sind. Wir brauchen Zeugen der Osterbotschaft und die stecken an. Also nicht nur zusammen, was ich da gehört und gesehen habe, wird zur Kenntnis genommen und weitergegeben, sondern von der Kenntnisnahme zur Zeugenschaft. Und deshalb glaube ich, wenn jetzt so ein Feuer wieder entfacht worden ist durch Corona, dann ist das für mich die Gelegenheit zu schauen, miteinander das Feuer weiterhin am Brennen zu halten. Und da ist jetzt die Osterzeit eine super Gelegenheit, weil wir ja jetzt auf den Heiligen Geist warten. Fest des Feuers für die Kirche. Und jetzt haben wir wieder 7 Wochen, um darauf uns vorzubereiten in dieser Festzeit. Und deshalb sehe ich das so, wenn wir jetzt ganz bewusst das Leben auch neu Feuer gefangen für Ostern und sich dann nochmal, wie soll ich sagen, inspirieren lassen vom Feuer des Heiligen Geistes, dann geht schon was in der Kirche, vor allem für Jesus Christus. Jetzt haben Sie gerade von Fieberkurven gesprochen. Also eine Zahl kann ich dazu nennen, also gerade hat mein Kollege geschrieben, es seien wohl so bis jetzt 1100 Leute gewesen, die uns gesehen haben. Aber das ist doch toll, ja, also gute Zahl. Und das Stream, der wird ja auch online bleiben, man kann es ja auch weiterhin auch angucken. Uns haben spontan, als wir das am Montag bekannt gemacht haben, mehrere Leute geschrieben als Kommentare bei Facebook. Danke, lieber Bischof Bertram, das sind neue Wege, die gut sind. Jemand hat geschrieben, schön, wenn unser zukünftiger Bischof so mit uns ins Gespräch kommt und dann so meine Symbole mit Klatschen und Finger hoch. Und also es ist auch die Frage, so ein Format wie jetzt, was wir jetzt gemacht haben, ist das für Sie auch eine Chance, vielleicht auch den Glauben neu an den Mann und an die Frau zu bringen, neue Wege um Glauben zu gehen? Ich habe vorher schon mal von Wien erzählt und ich kenne ganz gut den Kardinal Schönborn, noch aus meiner römischen Zeit, als er frisch angefangen hatte als Weihbischof. Und ich kann es so sagen, die neuen Wege müssen wir nützen, aber nicht exklusiv. Also ich freue mich in jedem Fall, wenn ich dann mal nach Corona als Bischof durch die Lande der Diözese ziehen kann und ich mich von den Leuten berühren lassen kann. Die müssen mir nicht gleich zupfen am Messgewand oder an dem Bändel der Mitra und so weiter, aber dass ich nah bei den Leuten bin, das ist das eine. Und das zweite, ich glaube, was Sie sagen vom Format, das ist sehr, sehr gut. Auch in Wien ist es so, dass es so eine ähnliche Plattform gibt, mehr mit Telefon, da ist auch der Kardinal noch ein bisschen eine andere Generation, aber das heißt sinngemäß so, was ich den Kardinal fragen wollte. Ich stehe dafür gerne auch in Zukunft zur Verfügung. Ich kann mir auch vorstellen, wir haben super Fachfrauen und Fachmänner in der Bistumsleitung, dass wir mal den Kreis etwas erweitern, dass wir mehr Leute sind. Aber ich glaube schon, es ist ganz wichtig, der Bischof ist schon irgendwo auch derjenige, dafür ist er auch von der Theologie her Bischof, der Ortskirche sein Gesicht gibt. Und das Munus Docendi, also das Amt zu lehren, nicht der Belehrung, sondern zu lehren, ist beim Bischof wichtig. Also das möchte ich auch regelmäßig machen, aber zu manchen Themen durchaus auch andere fachkompetente Leute noch mit dazu nehmen. Und das Letzte, was mir so vorschwebt, ja, das erst auch einmal ein Mitglied des Domkapitels ins Ohr geflüstert hat, gesagt, du Bertram, du warst jetzt doch so lange Domprediger, wie willst du das nützen in Zukunft? Domprediger kannst du ja nicht mehr machen, weil du ja nicht jeden Sonntag um 11:30 die Messe da halten kannst im Dom. Dann habe ich gesagt, ja, wir können was anderes vielleicht machen. Nämlich wir haben mit der Kirchenmusik auch das Cantate Domino am Samstagabend. Und so wie ich jetzt vor allem im Advent und in der Fastenzeit jeweils 4
Predigten als Reihe gehalten habe, auch in einem blauen Heft veröffentlicht habe, könnte ich mir vorstellen, das analog zu machen, ob als Katechese, als Predigt, als thematischen Vortrag, aber eben im Sinn der Zeugenschaft, dass wir das in den geprägten Zeiten machen. Und unser neuer Domvermesser, der Herr Steinmeier, ist sicher bereit, Steinemann, nicht Steinmeier, das ist ja der Bundespräsident, schauen Sie, deutscher Versprecher, vielleicht wird das ja noch, den Charme hat er und das Auftreten, aber was ich sagen wollte, da zum Beispiel zu sagen, dass im Advent und in der Fastenzeit am Samstagabend nicht nur Musik ist, sondern eine Katechese, ein geistlicher Impuls des Bischofs zusammen mit garnierter Kirchenmusik zum Thema passend, könnte ich mir auch als sehr gutes Format vorstellen. Wichtig ist, und das sage ich Ihnen einfach nochmal so, Herr Dr. Michel, ich möchte natürlich meine Büroarbeiten machen. Die sind ganz wichtig, auch als Bischof. Hinter jeder Aktennotiz stecken konkrete Menschen. Darf ich nicht vernachlässigen, aber da habe ich auch tolle Mitarbeiter, die mir dabei helfen. Aber ich möchte als Bischof Hirte sein. Und der Hirte, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, nach der Ernennung, der muss nah bei seinen Schafen sein. Und nur irgendwo als Oberhirte in einem besonderen Turm sitzen und vielleicht mit dem Fernglas überwachen, wo die Schafe sich gerade wieder aufhalten und ein paar solche, was weiß ich, Schäferhunde mehr oder weniger gezähmt oder bissig rumlaufen haben, das ist nicht die Aufgabe des Bischofs. Und so sehe ich das als Hirte bei den Schafen. Und auch die zum Tragen zu bringen, die Schafe. Nicht nur als Ja-Sagerinnen und Ja-Sager. Es gibt auch Leithammeln im guten Sinn. Das möchte ich als Bischof versuchen die nächsten Jahre, solange mir der Herr die physische und psychische Kraft gibt. Die habe ich jetzt. Und die möchte ich nicht irgendwo zur Selbstpflege einsetzen, sondern für die Aufgabe. Also irgendwo, dass ich mich schon auch, nicht Burnout-mäßig, aber schon auch verzehre in der Sorge für die Herde der Diözese Augsburg. Das ist mein Ziel. Jetzt habe ich noch eine Frage reingekriegt, sozusagen vom Publikum. Die Frage ist ein bisschen komplexer und ich habe mir lange überlegt, wie ich jetzt die Frage stellen kann. Und es war jetzt gut, dass Sie gesagt haben, Sie wollen sich um die Schafe kümmern. Die Frage ist so, eine Frau hat einen Verwandten, glaube ich, und der Verwandte wirft der Kirche vor, wir hätten als Kirche so viel Geld, ganz, ganz viel Geld, und wir würden praktisch nichts für die Betroffenen von Corona tun. Was würden Sie da als Antwort sagen? Also, dass wir viel Geld haben, das stimmt. Zumindest als Diözese Augsburg. Wobei ich es aber auch relativieren will, das Geld kann auch schnell mal weg sein. Also wenn Kirchensteuereinbrüche sind, wenn wir eine Rezession haben, dann kann es uns passieren, wie auch anderen Familienbetrieben. Wir haben also jetzt auch schon die Problematik bei unseren Jugend-, Bildungs- und Tagungshäusern, dass viele Veranstaltungen ausfallen, auch andere Initiativen, Verbände klagen darüber. Und wir haben sie jetzt so gemacht, dass wir vor einigen Wochen einen sogenannten Stephana-Hilfsfonds eingerichtet haben. Stephana ist das griechische Pendant zu Corona. Ich wollte es nicht Corona nennen, sondern lieber ein anderes Wort. Und er ist immerhin mal jetzt angesetzt mit 10 Millionen. Und wir gehen jetzt hier nicht irgendwo ein Risiko ein. Ich habe mich da auch beraten und beschließen lassen. Ich bin nicht der Bischof als Gutsherr, der dann irgendwie sagt, wir haben ja Geld, das machen wir jetzt. Sondern vom sogenannten Diözesan Steuerausschuss, unser oberster Wächter über die kirchlichen Finanzen im Bistum. Bei Bedarf können wir sogar nochmal aufstecken um 5 Millionen. Das wären 15 Millionen, das ist schon mal was für die Diözese. Und dann ist es so, also hier wollen wir in Not geratenen Einrichtungen helfen, in durch Corona bedrängte Einrichtungen und Einzelpersonen sind da auch dabei, also wenn irgendwo es in Schwierigkeiten kommt. Aber ein zweites, Corona ist nicht nur ein deutsches oder europäisches Problem, das ist ein globales Problem. Wir haben auch das Weltkirchenressort bei uns und da haben wir auch immerhin einmal jetzt im Moment eine 500.000 Euro, das sind 5% vom ganzen Hilfsfonds, sind wir besser als das Bundesentwicklungshilfeministerium, für Projektpartner eingesetzt. Und da kommen jetzt auch schon Hilfeschreie
Und das ist gar nicht weit weg. Also zum Beispiel in Albanien eine Ordensschwester, die aus unserer Diözese kommt, die sagt, hier paart sich Corona mit einer Hungersnot, obwohl sie in einer der großen Städte arbeitet. Und da geben wir auch einen Betrag. Das, also es ist so, mir war es ganz wichtig, hier nicht nur um uns und Sorgen zu machen, sondern wirklich dran zu bleiben. Dieser Hilfsfonds wird auch so vergeben, dass es Kriterien gibt. Also das ist aber unbürokratisch. Die Leute müssen nicht ein 10-seitiges Formular ausfüllen. Aber das sollen die Leute einreichen und vor allem Institutionen, also auch, denke ich, auf Verbände oder so, wenn halt Not und so weiter da ist durch die Corona-Situation. Und dann bin ich mir sicher, dass wir versuchen, Not zu lindern. Aber wir haben natürlich nicht diese Milliarden, die es der Staat hat. Ein letztes vielleicht nochmal dazu. Wir sind nicht dazu da, als Kirchen, vor allem als Großkirchen, dazu sehen wir ja als katholische Kirche, irgendwo große Sparkasse zu sein, sondern das Geld, das wir haben, müssen wir einerseits bewahren. Es hat auch was damit zu tun, dass wir vieles, was wir sonst auch erhalten müssen, an Bauwerken, an Einrichtungen, ich denke auch an die Caritas, wo sehr viel geschieht, das müssen wir wahren. Und andererseits müssen wir aber auch schauen, dass wir im guten Sinn investieren. Wir sind nicht dazu da, um immer reicher zu werden, sondern wir müssen investieren. Und die Prognosen, etwa auch für die Diözese, sehen so aus, dass wir auf der einen Seite noch gut dastehen, aber auf der anderen Seite auch aufmerksam das beobachten müssen, was nicht nur durch Corona, aber auch die nächsten Entwicklungen sind. Aber da sind wir bewusst nicht so, dass wir sagen, jetzt hocken wir uns einmal auf unsere Konten, kriegt ja sowieso wenig Zinsen oder gar keine oder gar Strafzinsen, sondern was wir tun können, und wir haben da jetzt nichts aus irgendwelchen Reserven genommen, das ist überhaupt keine Risikoveranstaltung, unser Stefana-Hilfsfonds, sondern wir wollen helfen und nehmen auch flüssiges Geld, das mit dem wir investieren können, um das jetzt mal zu machen. Wie das in ein paar Jahren aussieht, das weiß ich nicht, weil das nicht in dem Sinne allein die Sache der Diözese Augsburg ist. So, jetzt schaue ich auf meine Fragen. Also wir haben jetzt, glaube ich, alles beantwortet. Es kam zwar noch eine Frage jetzt rein, aber da geht es darum, wie stellen Sie sich die priesterliche Lebensform denn generell im Bistum vor? Ich glaube, das ist eine Frage, die klammern wir jetzt aus und vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Aber ich sage trotzdem ganz kurz einen Satz dazu. Okay, ich bin auch. Einen Satz. Also ich bin ja gewählt worden von dem synodalen Weg. Das wäre auch einmal ein Thema, wenn der wieder in Gang kommt, darüber zu sprechen. In das Forum vom Bischof Genn über priesterliche Lebensform. Und da kann ich nur eines gleich mal sagen. Das wird sehr oft zugespitzt auf Zölibat. Und wir haben ja da schon Umfragen in den Vorforen gemacht und so weiter. Zölibat an sich ist nicht der Knackpunkt. Darf ein Priester verheiratet sein oder nicht und Familie haben und so weiter. Sondern der Hauptpunkt ist, auch in den Umfragen, das Thema der Einsamkeit. Und ich wünsche mir, dass wir ganz oder möglichst wenige oder niemanden haben, von uns Priestern, der sagen muss, ich bin Mutterseelen allein. Weil dann fällt man ins Loch. Ob das Alkohol ist, ob dies irgendwelche sonstigen Ersatzbefriedigungen oder Süchte sind oder Frustration. Und mir geht es darum, dass wir in gesunden menschlichen Beziehungen leben. Auch der Priester braucht Freunde, Freundinnen. Ich gehe gerne mal italienisch essen. Ich treffe mich mal mit Leuten, die überhaupt nicht kirchlich sozialisiert sind. Da höre ich mal ganz was anderes. Und die nehmen mich nicht als Exzellenz Bertram Meyer oder Prälat oder sonst was an, sondern als der Bertram, der ich war, als Schulkamerad. Und so, das müssen nicht viel sein, aber einfach gesunde Lebensverhältnisse. Und das schafft auch wieder Kraft und Inspiration für den priesterlichen Dienst. Und das würde ich mir auch wünschen. Und da möchte ich auch ein bisschen schauen, auch als Bischof dies zu fördern. Es muss nicht immer Theologie sein
und Spiritualität, worüber wir als Priester miteinander reden, sondern einfach mal als Menschen, als Männer miteinander unterwegs sein. Würde ich toll finden. Also ich sehe schon, die Themen würden uns bei so einem Format nicht ausgehen. Genau. Vielleicht noch ein Werbeblock, wenn ich jetzt das in die Kamera halten kann. Dieses Bild, das ist ja ein Logo, das man auf der Bistums-Homepage findet. Das ist ein spezielles Projekt vom Seelsorgeamt, wo es eben auch um Hilfe jetzt in der Corona-Zeit geht und auch auf die Frage, wie würden nichts für Menschen mit Corona tun. Es gibt ja auch viele Sachen, das ist mal eine Antwort von mir, die einzige heute Abend. Die Notfallseelsorge, die Telefonseelsorge, das sind Sachen, die im Hintergrund ablaufen, die man nicht mitkriegt, aber genau, die Kirche trotzdem macht. Oder die Ehefamilie-Lebensberatung, die mir sagt, dass schon vor 4 Wochen gesagt hat, dass es jetzt durch die ganze Quarantänemaßnahmen auch Gewalt in der Familie gibt, dass die zunimmt. Das ist ja Beratung, die ja unentgeltlich läuft, die man nicht mitkriegt, aber die Kirche macht sie trotzdem. Also ich glaube, das sind auch wichtige Sachen. Also da ruhig mal reinschauen. Und ansonsten kann ich nur sagen, für mich war das jetzt heute eine sehr spannende Premiere und hoffentlich und bestimmt auf ein nächstes Mal. Ich habe jetzt, glaube ich, auch alle Fragen beantwortet, die mir gestellt worden sind. Falls ich eine vergessen habe, sage ich in die Kamera rein, tut es mir leid, dann tun wir sie vielleicht beim nächsten Mal aufgreifen. Und ich würde sagen, Herr Bischof, Sie haben am Montagabend dazu eingeladen, dass wir uns heute treffen. Ich würde sagen, oder am Dienstag war es, am Dienstag. Dienstag. Aber ich würde sagen, Sie haben auch das letzte Wort an unsere Zuschauer. Gerne auch in die Kamera dann vielleicht. Ja, ich möchte euch einfach nochmal danken für die Aufmerksamkeit, für das mit dabei sein. Und ich würde mir wünschen, dass wir so ein Dialogforum, so eine Plattform immer wieder miteinander pflegen. Ich habe auch nicht mit Zetteln gearbeitet, sondern habe manches einfach gesagt, wie es mir so gekommen ist, dass ihr mich auch nicht nur als Bischof erlebt habt, sondern auch als Mensch und als Priester, denn das bin ich mal primär. Und so möchte ich mit euch allen möglichst viele Jahre miteinander unterwegs sein. Und so möchte ich einfach am Ende dieser Premiere Gott danken, dass das Experiment gelungen ist. Es ist nichts explodiert, das kann es bei Experimenten auch geben. Aber es war auch nicht lahm, sondern ganz interessant. Und so darf ich jetzt euch allen noch Gottes Segen in dieser österlichen Festwoche zusprechen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch und allen, denen ihr in diesen Tagen und Wochen aus nah und fern verbunden seid, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen.